herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, hier bei HolyLOL. Heute gibt es mal wieder ein kleines Turnier bei mir. Ich hoffe, ich komme weit. Ich hoffe, wir können sogar gewinnen. Natürlich hoffe ich, dass wir nicht in der ersten Runde direkt rausfliegen. Aber jetzt gleich geht's erstmal los. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Und denkt dran, falls ihr meine Videos mögt, lasst mir einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar. Und vor allem drückt den Abo-Button, um kein weiteres Video mehr von mir zu verpassen. Ich schneide euch gleich wieder rein, wenn es losgeht. So, Freunde, wir sind angekommen in der ersten Runde. Und jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen werden. Ich bin gespannt. So, los geht's. Vorsicht, 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 Vorsicht. 1-0. Ja, das war jetzt nicht so schlau da. Aber nicht verzagen, wir haben noch 4,5 Minuten Zeit. Ganz entspannt. Nicht in Panik verfallen ist die Devise. Schade, schade, schade. Ey, du siehst doch, dass ich da bin. Was machst du denn da? Ich möchte ja gerne Punkte sammeln, damit wir auch schön viele Punkte haben für ein Opening. So, kommt schon. Jetzt aber mit Gewalt nach vorne. Schade. Komm, 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 einer in die Mitte. Auch nicht. Bringt's nicht. Bringt es nicht. Ja, nein. Ach, der ist zu schwach geschossen. Fast war es der Ausgleich, aber auch nur fast. Ja, danke schön. Wenn es jetzt klappt, alles richtig gemacht. Wenn nicht, dann nicht. Schade. Komm, 2 Minuten noch, Freunde. Los! In der Mitte, in der Mitte, in der Mitte. Wohin fahren die denn? Warum fahren die denn beide nach hinten? Ey, was ist denn hier los? Hab ich, hab ich. Mach ihn rein. Ach nee. 1 Minute noch. Kommt. Yes! Ausgleich! Uhuhu. Alter Schwede! Der wurde jetzt aber auch Zeit. Der Ausgleich war jetzt so wichtig. So, komm schon. Los! Jetzt schaffen wir auch den Siegtreffer noch, oder? Der sieht gut aus. Wenn hier einer den Siegtreffer schießt, dann sind wir das und nicht der Gegner. Los! Bring ihn in die Mitte. Der geht nicht rein. Der geht nicht rein. Freunde. Nein. So schlecht. Ah, oh, Verlängerung. Verlängerung. Komm schon. Hab ich. Komm. In die Mitte. Komm, mach ihn. Mach ihn! Yes! Yes! Der Siegtreffer, Freunde! Anstrengendes Spiel. Alter Schwede. Haben wir gut gemacht, muss ich sagen. War spannend, aber gut. Ich kriege einen Zeit-2-Bonus. Warum? Naja, okay. Von mir aus. 4000 EP sind 4000 EP. Toll, ich habe einen Absturz. Ihr seht es an dem schwarzen Bildschirm. Ich darf das Spiel jetzt gleich neu starten und hoffen, dass ich dann in die zweite Runde reinkomme. Da, ihr seht es. Ich starte mal das Spiel. Hallo, ich muss das Spiel neu starten. Ich schneide euch wieder rein, wenn es weitergeht. So, ihr seht es, ich bin reingekommen jetzt. Ich musste das Spiel nur neu starten und dann geht es auch weiter. Ich hoffe, dass unser dritter Teammate das auch hinbekommt. Ja, er hat es hinbekommen. Wir sind wieder zu dritt und jetzt kann es dann auch weitergehen. So, los geht's. 2. Runde. Ich hoffe natürlich auf den 2. Sieg. Ich hoffe, dieses Spiel wird nicht ganz so spannend wie das gerade.
So, komm schon. Nach vorne damit. Ah, ich habe keinen Boost mehr. Aber einmal noch touchen konnte ich. Ah, schade. Nein, da ist er drin. Ah, das gibt's doch nicht. Wie gerade liegen wir wieder 1-0 zurück. Unfassbar. Ah, Scheibenkleister. So, kommt schon. Anstrengend. Es wird also doch wieder ein spannendes Spiel. 2-0. Let's go. Eieieiei. Okay, okay. Das Spiel könnte tatsächlich entweder noch spannender werden, wie das gerade, oder aber auch gar nicht mehr spannend. Weil wenn wir jetzt gleich das 3-0 kriegen, dann wird es richtig schwierig. 2-0 kann man immer noch ausgleichen. Ey. Aber ein 3-0. Passt auf dafür. Ey, ich wurde zerstört. Vorsicht. Wieso ist denn da keiner beim Tor? Was ist denn da? Wo sind die denn alle? Ach, nee. Wo ist denn... Ah, 3-0. Freunde. Geht ja... Ja, dann hab ihn doch. Ja, dann hab ihn aber auch. Parade von mir, aber ganz beschissene Parade. Erstmal weg mit dem Ball. Wieder mit wenig Boost hier unterwegs. Komm, hast... Ach, schade. Wir brauchen jetzt ein Tor, Freunde. Wir brauchen ein Tor. Ja, yes, baby. Sehr schön. Und der Ballstar in Titan Weiß ist mir, glaube ich, gerade gar nicht so aufgefallen. Aber jetzt sehe ich das erst. Ja, oder ist der grau? Ne, ich glaube, der ist Titan Weiß, oder? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob der jetzt grau ist oder Titan Weiß. Ich kann das jetzt gerade nicht richtig wirklich unterscheiden. Der Graue sieht nämlich sehr ähnlich aus wie der Weiße. Und 4-1. Mates, was? Ey. Er steht da hinten AFK. Was hat denn der da gemacht jetzt? Warum ist denn der da stehen geblieben? Ey, 5-1. Ey, wir können eigentlich aufgeben. Es nervt einfach jetzt schon. Der eine ist AFK. Über solche Teammates freut man sich doch, oder? Das ist mal wieder genau das, was ich meine. Random Teammates gehen gar nicht. Also ich weiß nicht, warum das so ist. Ja, schon wieder AFK. Nochmal eine Parade von mir. Aber das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Es hilft uns nicht weiter. Es läuft einfach nicht gut. Die erste Runde überstanden. Und dann in der zweiten Runde bricht das Team auseinander. Ja, das 6-2 ist jetzt auch... Ja, ich weiß gar nicht, warum wir noch weiterspielen. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, 4 Tore holen wir nicht mehr auf. Warum die nicht aufgeben wollen, weiß ich nicht. Er steht schon wieder AFK hier rum. Den melde ich jetzt. Absichtlich inaktiv. So. Meine Fresse. Hört doch mal auf mit diesem scheiß AFK rumgestehe. Spielt doch einfach oder gebt auf. Sonne Stinker. Der ist nicht drin, schade. War ein ganz guter Schuss von mir, aber der Gegner hat ihn auch gut gehalten. Und wieder nicht drin, schade. Man ist aber auch nicht mehr ganz so motiviert, wenn man noch 10 Sekunden vor der Brust hat und 6-2 hinten liegt, weil die Mates sich gegenseitig ansalzen und dann AFK rumstehen. Ja. Ganz schön schlecht. So, Freunde, das war's jetzt mit dem Turnier.
Wir sind in der zweiten Runde rausgeflogen. Verlieren tun wir allemal. Ich denke mal, ihr kennt das. Ihr gewinnt sicherlich auch nicht jedes Turnier. Falls doch, wäre es interessant, schreibt es mir in die Kommentare, falls ihr bis jetzt jedes Turnier gewonnen habt. Falls nicht, geht es euch genauso wie mir. Ich gewinne auch nicht jedes Turnier. Und manchmal kann man halt froh sein, dass man wenigstens die erste Runde überstanden hat. Und ja, ist leider so. Kann man nichts machen. Denkt aber dran, natürlich, falls ihr meine Videos mögt. Und vielleicht gibt es ja im nächsten Video ein neues Turnier. Oder im darauffolgenden Video. Oder in dem darauffolgenden. Und vielleicht können wir da das Turnier auch mal wieder gewinnen. Wir werden es sehen. Deswegen drückt den Abo-Button, um kein weiteres Video mehr von mir zu verpassen. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.